Ja, servus Leute, grüßt euch und hallo hier im Radsportmanager mit Erik Zabel. Der Anfang von Dauphiné ist schon mal sehr prickelnd für uns gelaufen. Und jetzt in dieser Folge kommen zwei Flachetappen. Da gucken wir doch mal, ob wir nicht die ein oder andere von den beiden gewinnen können. Und ich bin ja sehr positiv eingestellt, dass wir jetzt doch vielleicht noch das Sprintertrikot holen können. Eieieiei, hier der letzte Anstieg, der ist natürlich schon ziemlich heftig, ne? Ja, mal gucken, wie es mit den Favoriten aussieht. Wir sind hier an 4 gewertet. Interview gibt's mit uns nicht, aber ein Zoom-in auf Erik Zabel ist mal wieder am Start, Favorit der Redaktion. Zabel wird heute sein Punktetrikot verteidigen müssen. Bisher zeigt er eine sehr gute Leistung, aber jede Etappe stellt eine Bedrohung für ihn dar. Da hat er nicht Unrecht und die größte Bedrohung sind die letzten 4 Etappen. Wir sehen uns gleich. Hello to one and all. Today's terrain is fairly level, so it's ideal ground for those who are good on the flat. It is under a bright sun that today's race will be run. Ja, und damit herzlich willkommen zur dritten Etappe der Dauphiné. Wir sind immer noch im Führungstrikot. Wir nehmen hier wieder dieselben Beschützer, würde ich mal sagen. Genau. Wir nehmen hier den Seigel. Obwohl, warte mal. Nee, der ist in der Ebene besser. Der hat natürlich eine brutale Form. Aber egal. Du bewachst und dann in Anführungsstrichen Kapitän. Das wissen wir erst, wenn die Bergetappen anfangen. Aber er müsste eigentlich der Kapitän sein. Und du bewachst mir wieder den Desjardins. Der hat uns einmal schon wunderbar angefahren. Oh, dann können wir loslegen. Ach ja, nee, warte mal. Du wirst wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen führen. Nehmen wir den auch für Desjardins. Ja, leider hat er wieder schlechte Form. There's a breakaway! Wo sind unsere denn? Der Riu kommt schon so langsam nach vorne. Den würde ich sagen, platzieren wir doch und dann können wir die Action Cam gehen. Andrade braucht nichts mehr machen. Die führen schon kräftig hinterher. Da kannst du hier Corridor bewachen. Aber ich bin ganz ehrlich, die sind hier auf dem Weg nach vorne. Obwohl, Tempo ist jetzt wieder weg. Corridor ist da. Ich wollte gerade sagen, ich höre jetzt auf damit, aber der ist auch schon fast da. Ist ja schon alles cremig hier. There's more than a minute on the clock. The brake seems to be working. Ja, nice. Oh, da geht nochmal an, aber es ist leider verpasst. Some teams can't be happy with the breakaway. Vorne 4 weg und dann sind nochmal 5 unterwegs. Die werden aber anscheinend wieder eingefangen. Boah, jetzt wird der Hügel gleich noch ein bisschen steiler. Mal gucken, ob hier noch was geht. Sieht erstmal nicht so aus. Na, kriegen auch nur 3 Leute Punkte. Tja, ich gehe davon aus, dass das war. Die sind gleich 3 Minuten weg. Dann können wir ja mit dem Seppen loslegen. Bergwertung. Another attack in the leading group. Da kommen die 3. Ah ne, 4. War ja 4. Oh, alle 4 zusammen rübergekommen. Ich würde sagen, wir bleiben mit Zabel erstmal hier hinten. Ah, jetzt passiert irgendwas. Formare is fallen. Ah, der scheint aber nicht so wichtig zu sein, der da gerade gefallen ist. Lassen sich nicht noch welche zurückfallen. Ist ja auch wieder im Feld drin.
mal, im Wasser können wir wahrscheinlich noch bis zum nächsten Hügel warten. Das müsste eigentlich hinhauen. Abstand nach vorne bröselt auf jeden Fall schon kräftig. Ah, hier den kleinen Hügel noch hoch und dann holen wir Wasser. Mal an gerade. Noch mal ein bisschen hoch hier. Und mach dich mal auf den Weg. Passiert a couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Oh yeah. A fall just took place in the pack. Several riders are on the ground. Na, Zabel müssen nach vorne bringen, würde ich sagen. Na, jetzt geht's hier auch nochmal hoch. Schade. Oh, der musste eben nochmal vor mich fahren, der eine, ne? Kann ich wahr sein, ey. Ist irgendwie so richtig geil. Obwohl, nee, da fahren noch ein paar andere vor ihm. Ich denke mal, das ist eigentlich wieder die beste Option. Wieder Burgundo fahren lassen, Dujardin da hinten dran und dann Zabel wieder daran. Ich wollte das ja schon mal. Klappt, ne? Ist zwischendurch mal ganz brutal. Ne? We're into the second half of the race. The riders are going to be more and more on their guard. Oh ja, er hat der Rot einen ganz schön langen Abschnitt sogar. Attack by Niels Pollitt. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Wieder zu schade, dass hier so eine Kurve ist. Aber Pollitt hat sich die Bergwertung nicht geholt. He crashed off and he's not getting up. Oh, I hope it isn't too serious. There's a mass crash in the pack, but it doesn't look too serious. Ah, ganz schön viele Stürze hier, wo es keine Regenetappe ist. Eieieiei, Andrade ist jetzt für den Arsch. A rider has just climbed into the support vehicle. His race is over. Das deutet auf ein hartes Finish hin. Mit den drei Hügeln da nochmal, die alle drei relativ steil sind oder noch der steilste. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Oh. Ach, gerade mal hier weg. Hat jetzt zwar wieder recht gute Energie, aber der soll sich erstmal entspannen. Boah, bis zu dem einen Hügel seppen wir noch. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. That looks like a really bad fall. It's a shame, but he's not going any further. Several riders are on the ground.
But it doesn't look too serious. Schon wieder einer gestürzt. We're into the last third of the race. We'll soon know the final outcome. Mal genau auf der Kuppe von dem nächsten Hügel dann nochmal Wasser holen. So, damit hier keiner zurückfällt. 99. Zahle ein bisschen Geld weg. So, jetzt gehen wir auch rein in den Hügel. There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all and sharing the pace. Hey, gimme. Hat er mich wieder so leicht geblockt. Zieht den Trikot von den Emiraten an. Oh, Mist, ey, wir sind ja schon drüber. Bonafar. Oh, der ist jetzt hier. Somebody's taking a tumble in the main bunch. Ja, es sind zwei Hälften gesplittet, das Feld. Ich denke mal, die zweite Gruppe kommt da auch nicht mehr ran. 1,50 gleich vor. Ja, Herr Foyen hat nicht so getäuscht. Herr Bourgodeau sitzt wirklich extrem im Wind. Ist auch schon relativ weit hinten. Durch seine mangelnde Fitness. Der ist Ryu, ja, der ist jetzt im Moment besser drauf. Entspannt sich wieder ein bisschen der Bourgodeau. Ich habe ihn allerdings leider ein bisschen weit nach hinten fallen lassen. Das sieht so aus, als wenn der jetzt hier gleich aus der Gruppe rausfällt. The pack's deficit is being cut back. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. Irgendwie wieder ein bisschen nach vorne holen. Natürlich wieder Luft verbrauchen. Am besten Ryu gleich mit. Falls ich den auch nochmal brauche. Und Tisch. Der ist auch schon da. Und dann geht's wieder hoch. Vorletzte Mal. Attack by Pollitt. Na, Nils Pollitt greift wieder an. Na, den hat's aber schon nicht so gut überstanden. Sogar rot am Ende weggegangen. Let's see if he can resist a comeback from the pack. Alone against everyone else is a very difficult position. Ja, wer ist jetzt besser drauf? Bourgodeau. Sieht eher nach Bourgodeau aus, ne? Ja, dann machen wir das so wie geplant. Du dahinter. Du hinter? Kann irgendwie nicht so richtig mitteilen. Dann machst du auch nichts. Boah, das ist aber ganz schön voll. We've got 15 kilometers to the finish line. Der Rad verloren. Ich glaube, ich fahre lieber Punkt.
The pack has just reeled in the escape group. Dann brauchen wir, denke ich mal, nicht mehr ganz so schnell, ne? The riders are in a portion above 10%. Oh, Zombie verliert schon. Weniger Power, weniger Power. Only a few riders are capable of following the very fast pace up front. So, mehr Power, vorne bleiben. There's now just 10 kilometers left. Schade, ganz schön gelitten, wenn das nochmal bergab geht. The sprinters are positioning themselves up front. It'll probably be a mass sprint finish. Gut, gib alles. Jetzt ist hier noch ein bisschen flacher. 5 Kilometer Marke. 5 Kilometer remaining. Schub. Raus. Scheiß Kurve schon wieder. Wie ich mal diese Kurven hasse. Das schaffe ich leider nicht. Aber Zweiter, oder? A great win in ja, immerhin Zweiter geworden. Wunderbar. Heron, weiß ich jetzt nicht, wie weit der bei dem Punktetrikot mit dabei war. The race is run, but the poor souls bringing up the rear continue to cross the line. It's a bit of a knock for the morale. Da, 28 sind drin. Und hier, Dijanta hat sich wieder voll gut platziert, ey. Geiler Anfahrer. Ja, wahrscheinlich hätte ich ein bisschen eher lossprinten müssen. Aber der ist auch definitiv, der hat ne, 3 Sprintpunkte mehr wie wir, der Veron. Aber wer weiß, wenn ich vielleicht ein bisschen früher rausgegangen wäre, entweder diese dämliche Kurve, ne, wo der sprintet kurz los und dann fährt er erstmal normal weiter, anstatt durchzuziehen. Ich muss echt zugehören, für den Tischer da freut mich das immer. Das meine ich, das ist immer jetzt. Lalalala, jetzt hier wieder auch hier, dann zack, der ja wieder noch vorbeifährt. Ah, da haben wir die beiden nochmal direkt nebeneinander. Wie gesagt, das ist die, eigentlich die schönste Replay-Camp. Die müsste es eigentlich jedes Mal geben. Der immer ab zu den Ergebnissen. Ja, damit dürften wir eigentlich immer noch führender sein. So ist es auch. Beim Sprinten. Ja, der Veron hatte nicht so gute Punkte mit eingesammelt bei den Etappen zuvor. Und das bedeutet, wir sind jetzt schon 21 Punkte vor. Und das ist unser Teammate vor dem nächsten, der nicht in unserem Team sitzt, vor dem Veron eben, der eben gewonnen hat. Da sind wir schon 24 Punkte vorne. Das sieht doch sehr schön aus mit dem Sprinter-Trikot. Ja, das freut auch wieder den Manager. Ja, immer noch 3 Trikots und den 2. Platz findet er auch gut. Der Sieg wäre natürlich noch besser gewesen. So, und wir sind ja wieder auf 100%. Ja, und wir gehen auch direkt rein in die 4. Etappe. So, das ist mal eine relativ flache Etappe, vor allem auch am Ende. Die anderen beiden waren ja doch so ein bisschen hügeliger. Wir sind wieder 4. Favorit. Der Veron ist wieder Top-Favorit. Es ist wieder ein Zoomen auf Erik Zabel dabei. Favorit der Redaktion. Zabel wird heute sein Punktetrikot verteidigen müssen. Bisher zeigt er eine sehr gute Leistung, aber jede Etappe stellt eine Bedrohung für ihn dar. Hm?
Genau derselbe Text wie beim letzten Mal. Deswegen lese ich auch jedes mit heutige Tab und so alles nicht mehr vor. Bis gleich. Ladies and gentlemen, welcome. It's going to be a monotonous day when it comes to the terrain. But at least the teams with sprinters won't be complaining. And, of course, those opportunists with a bit of daring won't make their life easy. Yo, Leute, herzlich willkommen zur vierten Etappe. Jetzt habe ich Pause wieder rausgenommen. Wir sollen ja wieder Dritter werden. Da habe ich mit gerechnet. Plus 1er Form haben wir. Bonafort ist schon hier. Ich nehme mir aber den wieder. Der hat doch bessere Form. Bonafort. Wir machen hier wieder den Dijardin. Der war auch schon hier vorne, weil er immer noch das Sprinter-Trikot für mich stellvertretend tragen darf. Ja, und du bewachst Burgudo. Und die beiden sind bestimmt wieder hinten, ne? Naja, Rio nicht ganz. Oh, dann kann's losgehen. Ja, ich wollte gerade sagen, It's an attack! Muss eigentlich gleich da sein. Da ist er auch schon vorne. Ja, jetzt haben wir ruhig weiter nach hinten fallen lassen. Da ist mir auch ein bisschen zu weit vorne. Ein bisschen zu hoch. The small group of riders are trying to get clear of the bunch. Nee, Purgodor, die machen da vorne Tempo. Da fahren wir im Moment nicht nach vorne. Kostet nur zu viel Energie. Ja, dann haben wir erstmal alles. Da, knapp daneben ist auch vorbei. Action Cam. Oh, die ist eigentlich Some ganz team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Schau mal her. Ja, Andrade hat's auch schon hinter sich. Das ist so von allen Fahrern, der am unfittesten ist. Also wie es aussieht, jagen sie die beiden hier noch, ne? The fast pace at the front is too much for several riders. Zack, auseinandergerissen. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Reißen die nächsten aus. Immer noch kein Motorräder da vorne zu sehen. Naja, dann zoomen wir mal wieder rein. Die beiden lassen wir auch nicht gehen. Und da haben wir wieder eingefangen. There's now more than a minute between the breakaway and the pack. Ob noch jemand will? Falls jetzt mal auf jeden Fall die Jetta ein bisschen weiter nach vorne. Tisch soll reichen. Im Moment passiert nichts, da sollen wir mal Burgodo. Ja, den lasse ich dann erstmal nicht beschützen von Andrade. Das machen wir dann, wenn Andrade uns das erste Wasser nach vorne bringt. An den Bora-Typen vorbei. So, Tisch.
Und dann können wir seppeln. Das wäre jetzt natürlich zu nice für die Punkte, wenn wir diese Etappe jetzt nochmal gewinnen könnten. Ich werde natürlich bei irgendeiner Bergetappe nochmal versuchen auszureißen, um mir da unterwegs noch die Bergpunkte zu holen. Aber das ist alles nicht sicher. Da können auch so brutale Bergfahrer ausreißen, dass ich gar keine Chance habe, diese Punkte zu bekommen. Allein einen Sieg werden wir danach nicht mehr einfahren. Boah, das sind doch alles Bergankünfte. Kein einziger irgendwie, ne, dass das bei einer dann Abfahrt runtergeht oder so. Nee, nee, immer am Ende geht's auch nach oben. Finde ich jetzt selbst Bergfahrer wäre, fände ich das immer am geilsten. Ich finde das nicht so schön, wenn irgendwie so richtig fetter Berg am Ende ist und dann wird es auf der Abfahrt entschieden. Das mag ich nicht so gerne. Lieber dieser volle Kampf, ne, bis ins Ziel rein nach oben. Andrade sollte mal Wasser holen. So, die Schützen. Oh, erstmal holen sie Wasser. Mal kurz rot aufgeblinkt, die Leute. Jetzt geht es schon so langsam in den Anstieg des letzten Hügels. Ich zähle mal diese eine kleine Welle hier hinten nicht mehr mit. Ja, jetzt wird es ziemlich steil. Von zig Leuten nach hinten gequetscht. Zack, die nächsten zwei vorbei gequetscht. Der von Ineos nicht mehr richtig weiterfahren. Ey, Rodriguez, tritt mal in die Pedale. And it's an attack by Benoit Cosnefroy. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Vielleicht noch ein bisschen was von ihm bei den anderen Etappen. Wo so schlecht wie der drauf ist und auch am Berg ist, wird er wahrscheinlich bei irgendeiner Bergetappe gar nicht mehr rechtzeitig ins Ziel kommen. Oh, am Rot blinken, wo sie 99 sind. Naja, gut, ne? Die sind halt auch über 4 Minuten weg. Unter 70 Kilometer schon. Several riders are in trouble. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Ja, da ist das Feld wieder auseinandergerissen. Zabel hat zum Glück von seinem hauptgelben Balken noch nichts verloren. Wir setzen erstmal weiter.
werden auch noch einmal Wasser brauchen. Komm, mach du das mal klar. Sie zum Glück nicht ganz nach hinten fallen lassen. Ja, Andrade ist schon wieder hier vorne. Fabel immer noch voller Energie. So, wir nähern uns der 30-Kilometer-Marke. Die sind noch etwas über eine Minute weg. Und jetzt passiert irgendwas, greifen wahrscheinlich an, ne? The Entente and the Escape Group is far from cordial. There are a couple of riders who want to go it alone. Ja, so ist es. Also einen richtigen ebenen Bolzer habe ich halt nicht dabei. Der Veron, alles ganz gut zu merken, der hat das Trikot des englischen Meisters. Na, Zabel. Oh, wieder einer von den Grenadieren, der mich aufgehalten hat. Ja, jetzt langsam mal den Zug aufbauen. Die Jette. Schön, Bonafar. So, wieder inne. Schön, danke auch noch an dich. The pack is slowly whittling away the lead. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Jetzt los. Wir wollen irgendwie nichts mehr machen. Oh, jetzt ist der schon so weit weg. The riders are entering the last 15 kilometers of the stage. Wir müssen noch ein bisschen Power machen hier. Ich hoffe mal, das reicht. There's a mass crash in the pack, but it doesn't look too serious. They really are moving. The pack can't get strung out too far, or it's going to start breaking up. The riders are entering the last 10 kilometers of the stage. Naja, sie sind fertig. Sie sind fertig. Das reicht. The escapees have surrendered. The pack gave them no chance. So, da hat Rius hinter sich. 5 kilometers to the finish line. Lieber Punkt. Nicht, dass hier noch einer vorbeifährt. Volldampf. So, nach der Kurve Desjardins raus und Zabel raus. Ah, komm ich nicht ran. Ich muss den aber einen hier noch abdrängen. Ah, nein, Mews. There's reports of a group of riders taking Veron? A tumble. Oh, Veron ist schön weit hinten. They all managed to set off again. Aber zwei leider wieder nicht gewonnen, aber auch dieser Meus ist im Sprinten einfach We're waiting for the backmarkers, who appear to be fairly numerous in this difficult race. Da brauchen wir uns nicht zu schämen.
Da können wir auch schon setzen, auch schon vorbei. Hey, jetzt mal gleich als erstes die Kameraeinstellung. Ja, wunderbar, warum denn nicht immer? Und dem nochmal schnell so ein bisschen die Tür zugemacht, damit er den zweiten noch wegnimmt. Er war deutlich schneller wie ich, also was heißt deutlich, also auf jeden Fall, man hat gemerkt, da ist auch bei Zabel nichts mehr vom Abstand irgendwie weniger geworden. Schöner Sieg für Bora. Das wäre natürlich ein tolles Pro-Team für uns. Für Zabel. Ja, wer weiß, ey, ob der nicht noch an uns vorbeigefahren wäre. Die nicht abgedrängelt hätten. So, die hatten wir aber schon. Ja, dann dürften wir eigentlich immer noch im Führungstrikot sein. Ja, 12 Sekunden vorne. Selbst Duchatin ist immer noch hier vorne mit dabei. Und auch hier ist er immer noch Dritter. Und jetzt haben wir gegenüber dem Meus haben wir 26 Punkte Vorsprung. Gegenüber dem Veyron, der glaube ich der von den Werten beste Sprinter war mit 82. Aber schon richtig Vorsprung. Also das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, und hier, der hier wird auf jeden Fall in den Bergen auch nichts reißen. Der ist ja noch schlechter wie wir. Ah, ich bin guter Dinge. Wenn jetzt nicht einer von den Bergfahrern alle Bergetappen gewinnt und der jetzt hier schon irgendwelche Punkte hat. Der Vingegaard zum Beispiel. Der hat hier halt schon 18. Das wäre dann natürlich nicht so toll, wenn der jede Bergetappe gewinnen würde. Ja, das fand der Manager auch wieder gut. Wir tragen ja auch immer noch die Trikots. Ja, konnte man schon ja ordentlich Punkte machen auf diesen vier Etappen. Jo, dann habe ich hier wieder das Ende erreicht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu den Bergetappen. Bis denn und ciao.